Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Stefan Kraus von der Firma Pixolus aus Köln. Wir sind ein Start-up, das sich mit Bilderkennungsverfahren beschäftigt. Und wie es funktioniert, zeige ich an unserem ersten Pilotprojekt am Thema Stromzählerstanderkennung. Ein neuer Zählerstand. 12.045 Kilowattstunden. Das heißt, unsere Technik hat diesen Zählerstand hier gerade erkannt. Das funktioniert sehr schnell, das funktioniert sehr sicher. Und vor allem ist es eine Technik, die auf dem Gerät funktioniert. Wir denken an Anwendungen hier für Stadtwerke, für Energieversorger, die zum einen ihre Ableser mit der Technik ausstatten und damit einen Zählerstand erheben und auch beweissicher haben. Wir denken aber auch an Kunden-Selbst-Ablese-Apps, dass also ein Kunde den Zählerstand mit seinem eigenen Tablet oder Smartphone ablesen kann und dem Stadtwerk zuschickt. Das Foto ist mit dabei, das heißt, es ist beweissicher, man kann es nachvollziehen, in Zweifelsfällen noch einmal nachschauen. Das ist also unsere Pilotanwendung für den Energiebereich. Wir haben aber auch Anwendungen für den Handel, wo es um die Erkennung von Artikelnummern oder Seriennummern geht vor Augen. Wir denken auch an Banken. Also wenn man überlegt, die Eingabe von Kreditkartennummern oder auch von einem IBAN ist einfach sehr lästig, es ist zeitaufwendig. Es wäre viel bequemer, einfach sein Smartphone vor einen Text zu halten. Unsere Technik ist in der Lage, den Text dort zu erkennen, in das Online-Banking aufzugreifen, sodass man sich also viel Zeitaufwand erspart